Willkommen bei heute beim Racing-Spiel. Ja, wenn mir der Name wieder einfallen würde, dann würde ich gleich sagen: Lasst euch überraschen, ihr seht es gleich. Mir ist echt der Name entfallen. So. Willkommen bei Automatisch speichern, ja, okay. Abbrechen, ich war jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ich muss mal gucken, wie man hier überhaupt fahren kann. Karriere zum Beispiel, Clubs. Wöchentliche Herausforderungen. Ja. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen was falsch verdreht. Dann einmal hier. Und was sind wir denn hier? Natürlich Deutsch hier. Schwierigkeit Grad, Schwierigkeit. Ich mach mal 50%. Ich bin mal eine kleine Lusche. Schadenseffekte Mitte, Performance. Ich lasse es mal so, wie es ist. Was nehme ich denn von den beiden? Junior. Bestätigen. Karriere, es führt. Zieht durch eine. Ich möchte eigentlich nur fahren. Ich möchte nur mal zeigen, wie man mit dem Spiel hier fährt. Wie das Handling ist. Ob es sich überhaupt lohnt, da was zu machen. Ladezeiten, muss ich sagen, sind erstmal. Die brauchen etwas lange, gerade, finde ich. Aber es kann auch mit der Karte zusammenhängen. Also bei Animalica damals, die Wartezeiten, die waren unendlich. Das haben sie auch verbessert. Mal gucken, wie es bei dem Spiel ist. Ja. Dann schauen wir uns das mal an hier. Ah, hier kann man in die verschiedenen Büros reingehen. Auswählen, Event auswählen, Training, genau. Und Action vielleicht. Hier kann man auch mal Training auswählen. Und so weiter. Gut. Jetzt müsste ich nur noch irgendwie mal auf die Rennstrecke kommen, das wäre natürlich toll. Hier ist nichts. Und hier? Ja. Na, einer. Irgendwie wird noch jemand benötigt hier. Okay. Und dann hier immer noch jemand. Okay, jetzt könnten wir eigentlich mal starten hier. Zum Kalender. Okay, gut. Event starten. Ja. Habe ich ihn ausgesucht. Okay, dann wollen wir mal starten. Gut, Wartezeit. Ich muss mal gucken, ob man mit WASD oder mit den Pfeiltasten fährt. Das weiß ich noch nicht. Ich spiele mit Tastatur. Oh, ein kleiner Zweitürer. Geht auch den Franzose fort. Die Dinger, die unten immer wegrosten. So, lass mich bitte mal. Ich würde gerne mal losfahren. Ah, mit den Pfeiltasten.
Okay, mal gucken, ob ich das hier hinbekomme. Ich habe auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl als bei GTA. Na gut, wenn ich hier fertig bin, könnt ihr mir das Auto neu machen. Ich fahre hier wie ein Besoffener. Frontschaden einmal. Nee, ich möchte gern vorwärts und nicht in den Rückwärtsgang. Hat der eine Automatik hier drin oder was? So langsam wieder scheidet. Puh. Ich fahre aber auch nur im Kreis. Also von der Steuerung ist es ein bisschen schwerfällig. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das realistisch ist. Von Fahrverhalten auf diesem Gelände hier. Wegen dem Rutschen und so weiter. Ah, okay. Man muss vorzeitig in die Kurve bremsen, damit man hier einmal rumkommt. Manchmal bringt es auch nichts. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden man hier fahren soll. Um ehrlich zu sein. Ich fahre jetzt ja schon so viele Runden. Oh, dem fällt schon hier fast die Tür ab. Krass. Und wieder ein Loch in der Scheibe. Kann ich eigentlich hier rüber? Also jetzt mache ich mal absichtlich hier was. So, und... Nee, ich komme hier nicht rüber. Ich versuche die ganze Zeit mal hier rüber zu kommen. Ah, okay, mal gucken. Ah, okay, da schiebt mich ja gleich wieder zurück. Also ich kann ja wirklich nur, mal gucken, Frontalschaden. Das blätschert schon ganz schön. Aber dass das Auto überhaupt noch fahren kann, ist ein Wunder. Nicht schlecht hier, muss ich zugeben. Also vom Handling her ist es relativ einfach, das Spiel. Und wenn man mal irgendwie Lust und Laune hat und sich abreagieren möchte, ist das Spiel eigentlich optimal. Kann man sich gut austoben. Irgendwann hat man das Auto nur noch in 1000 Einzelteile. Dafür, dass es ein Ford ist, ist es ein ganz schöner stabiler. Normalerweise fallen die Autos immer regelmäßig auseinander. Oder blühen nach 10 Jahren. Autofahrer wissen, was ich mit blühen meine. Fragt mal eure Autofahrer. Ja. Oder ein Opel. So. Wow. Für diejenigen, die blühen nicht kennen. Das rostet an dem Arschbeck. Ich hatte mal einen Kia gehabt. Den konnte man beim Rosten zuschauen. Und da hat man dann wirklich die Hand schon in einige Löcher unten im Speller stecken können. Und wo ich jetzt dieses Jahr auf Autosuche war und hier, da war, Ford hatte ja nun einige gute Sorten gehabt. Es war kein Auto da, was nicht von oben bis unten geblüht hat, unter der Karosserie. Das ist nicht schön gewesen. Waren zwar alles tolle Autos, fahren ewig in 3 Tage, aber man muss jedes Jahr den kompletten Untergrund und alles Mögliche neu machen. Oder zumindest ordentlich fliegen, damit das Ding mit ihnen nicht sprühen. Einmal vergessen, hat man bald mehrere Autos. Wow! Man kann ja auch hier rüber. Warum? Weil die sich fahren? Dann. Ja, man kann ja gut fahren. In dem Spiel. Und
Mal gucken, ob ich demnächst auch mal eine Rennstrecke hinbekomme. Ich habe mich erstmal damit angefreundet. Handling ist erstmal super. Jetzt muss ich nur noch die Strecken rausfinden. Ist aber erstmal eine angespielt. Bis dahin noch viel Spaß und ja, tschüss.